Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal GamerD2019. Heute wieder eine neue Folge Trailmakers. Ja, hier. Irgendwie sieht das komisch aus. Leute, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, was ich bauen soll, weil irgendwann wird es langweilig, sich das die ganze Zeit selber auszudenken. Auf jeden Fall werde ich heute mit euch zusammen eine Rakete bauen. Oder besser gesagt als Space Shuttle. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, in die Kommentare zu schreiben, was ich als nächstes bauen soll, den Kanal zu abonnieren. Und wir legen dann los. Wenn ich unten bin. Zwar beginnt es einfach. Space Shuttle ist ja relativ lang. Ich würde sagen, ja, so. Das geht schon. Dann hier. Macht das anders, und zwar kommen die ein auseinander. Dann jetzt können wir hier so die Teile haben wir erstmal so ein Teil, dann kommt hier bei Mechanik gibt es ja diese Kolben. Die müssen noch ein weiter zur Seite. Die kommen, werden dann gelöscht und gegen die hier ausgetauscht. Denn jetzt können wir hoffentlich, indem wir hier ein Servo anpacken, dann den wieder so ein Block hier und den so weit nach unten. Da Go-Kart-Reifen ran. Können wir ja mal sehen, wenn man die mit welcher Taste dann. Machen wir mal mit U wieder nach unten. Dann jetzt, nicht stimmt, brauchen wir eine Kabine. Ja, ich habe die jetzt einfach nur, damit ich das ausprobieren kann.
Wenn wir den realistischer haben wollen, dann brauchen wir erstmal das Ding und hier rüber kopieren. Dann sieht das ein bisschen besser aus. Die Einstellung, Geschwindigkeit mal auf 2 und Winkel auf 80 Grad. Hier müssen wir es ändern, und zwar muss grün O, da U, Geschwindigkeit auf 2, Winkel wieder 80. Denn jetzt, passt auf, können wir mit O den, aber nee, 80 Grad reicht noch nicht. Dann nehmen wir den 90. Das passt dann. Winkel 90 Grad. Hier auch. Und dann Position halten. Hier auch in die Einstellung Position halten. Denn jetzt können wir mit O und fertig. Ich drücke die Taste nicht mehr. Und mit U wieder. Na, das ist jetzt ein bisschen blöd. Das muss man dann einfach da aufpassen. Hier die Reifen. Oh. Das müssen wir dann auch hier hinten. Nur hier hinten an der Seite. Das heißt, wir nehmen uns das Teil, kopieren das nach hier und drehen. Nee. Das kommt dahin. Und den Sitz lösche ich. Das kopieren wir und das kommt hier hin. Nee, stimmt, ich muss die ja weiter. So, dahin. Dann brauchen wir hier das Ding. Noch so. Da wir den mit einem Abstand wollen, kommt hier das Ding zum Einsatz. Und wir müssen die alle noch ein zur Seite. So wie hier. Dann dürften wir auch ja das machen können.
Dann hier. So. Ja, ist ein bisschen breit. Und auch umförmig. Wir müssen die viel weiter nach hinten. Damit es überhaupt Sinn ergibt. Wir brauchen die hier. Das wird noch Sinn ergeben. So. Und hier den Server kommt das Ding ran. Warte, hier muss rot O sein. Ja, richtig, funktioniert alles. Hier drei von diesen Steinen nach unten. Daran denn. Hier hinten kommen Rennsportfelgen ran. Und die sind breiter. Ja, egal. So, das können wir dann auch gleich mal testen. Jetzt können wir. Ja. Doch so. Aber die hinteren Reifen müssen hinten dran. Das war so. Jetzt haben wir. Kann man die irgendwie einstellen? Nee. Aber egal. So, dann brauchen wir hier vorne noch. Oh, das ist jetzt blöd. Ja gut. Dann ist jetzt das Design mal nicht so super wichtig. Ja, dann packen wir die auch gleich nach hinten. Jetzt können wir auch lenken. Aber da das Ding schwer werden wird, brauchen wir davon auch die großen Reifen. Rennsportfelge. Und Rennsportfelge. Dann kommt hier noch ein paar schöne Motoren hin.
Jetzt müssten wir. Ja. Super Fahrzeug. Es driftet sehr doll. Aber wir können mit O. Seht ihr die Reifen vorne? Da, die hängen fest. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen, wenn die Reifen festhängen. Zwar einfach, indem wir hier. So können wir dann auch verhindern, dass die Reifen zu weit nach vorne gehen. Was soll ich mit denen? Denn jetzt. Das müssen wir nur nach hinten machen. Oh! Ich glaube, das sollten wir, glaube ich, doch lassen. Ja. Hey, was ist das? Aber dafür habe ich, glaube ich, eine Lösung. Und zwar. Gehen wir einfach in die Einstellung und gehen bei Stärke auf, sagen wir, 5. Genauso hier. Denn jetzt. Jetzt ist das Ding zu schwach. Sagen wir gehen bei Stärke auf 40. Dann können wir das, aber vorne können wir nicht das nicht zerstören. Ja, egal. Das vorne kommt weg. Das kommt einfach weg. Weg, weg, weg. Das müsst ihr dann nach Gefühl machen. Ich werde das Ding ja auch hochladen, von daher. Stärke 100 und Stärke 100. So, hier hinten. Was wollte ich denn? Stimmt, stimmt. Die Teile dünner machen. Oh, ich hasse das. Und jetzt. Muss nur noch geguckt werden, wie weit die nach hinten gehen. Ich sag bis hier so. Das heißt, wir können hier bestimmt eine ganze Platte hinsetzen. Da jetzt mal gucken. Eine Stange weiter geht auch. Ja, Mann. Eine Stange weiter heißt hier einfach. Bumm. So, dann haben wir das hier. Klärt. Das muss hier hinten noch geklärt werden. Ja.
Das noch hier hin. Ding. Genauso wie da. Wie viele Dinge braucht er? Ein Sohn und dann einen halben. Das heißt ein Sohn und dann kann man hier. Ding. Ding. Genauso braucht er auch hier. Dann haben wir hier das Teil so gut wie es geht erstmal. Dann brauchen wir aber mehr PS. Das sind erstmal die ganzen Motoren. Und testen, wie schnell das Ding jetzt ist. Na, stimmt überhaupt nicht schnell, weil wir nicht auf Asphalt sind. Ne, wir müssen das Ding einmal speichern und dann schön ins Hauptmenü in die Testzone. Oh, ich mache daraus ja ein paar Parts. Deswegen würde ich sagen, testen wir einmal, wie schnell das ist und dann ist der Part zu Ende und morgen kommt dann Part 2. Mal sehen, wie schnell es ist. Oh. Man, formlos mehr Gewicht, das mache ich jetzt einmal. Hier schön an die Nase ran. Da. Jetzt sollte das nicht mehr so doll gehen. Ja, auf jeden Fall 240 schaffen wir. Dann noch mit Aerodynamik. Oh nein. Oh nein. Dann jetzt schön. Ja. Oh mein Gott, wie dumm. Gut, ich würde sagen, das war's mit Part 1. Morgen kommt Part 2. Haut rein. Ciao.